Wir machen weiter. Das war Mills Beweis, sehr berühmt, viel diskutiert, sehr umstritten. Wahrscheinlich klappt es nicht. Jetzt haben wir noch einen großen Pfeil im Köcher, von den Klassikern jedenfalls, nämlich Henry Sidgwick. Der ist 1838 geboren in Skipton in Yorkshire, ist also wieder eine Generation weiter. Sein Vater war Lehrer, starb aber früh, als Sidgwick 3 Jahre alt war. Sidgwick war in seiner Jugend sehr stark religiös geprägt. Das kam vor allen Dingen von seiner Schule her. Der stellvertretende Schulleiter war sehr religiös. Der heiratete übrigens später mal Sidgwicks Schwester und wurde später dann auch Erzbischof von Canterbury. Sidgwick macht eine richtige Uni-Karriere. Der studiert ab 1855 am Trinity College in Cambridge, nämlich Mathematik und klassische Literatur. 2 Jahre später wird er Mitglied bei den Apostles. Das war eine Diskussionsgemeinschaft, die stark von Mill beeinflusst war. Eine Diskussionsgemeinschaft dort in Cambridge. Die verfolgten liberale politische Ideen und zu dieser Zeit beginnt Sidgwick sich auch von seiner religiösen Ausrichtung zunehmend zu lösen. Er verfällt auch richtig in zunehmende Glaubenszweifel. Er wird mit Anfang 20 Fellow in Trinity für Altphilologie. Er wendet sich zunehmend vom Christentum ab und immer mehr der Philosophie zu. Und das hat Auswirkungen. Als er 10 Jahre später Lecturer für Moral Sciences wird, tritt er vom Status eines Fellows zurück, weil er die 39 Glaubensartikel der Church of England nicht mehr anerkennen kann. Die sind aber für alle Fellows verbindlich. Sein Fall führt aber dazu, dass das geändert wird. Ab 1871 ist wegen seines Falles dieses Glaubensbekenntnis nicht mehr nötig. Und ab 1885 ist dann auch Sidgwick wieder offiziell Fellow. 1874 erscheint sein großes Hauptwerk, The Methods of Ethics. Und da ist das Ziel eben erkennbar, Moralbegründung ohne Glaubensgrundsätze. Stattdessen soll der Common Sense als Ausgangspunkt genommen werden und der Utilitarismus als dessen Systematisierung. Das ist ein sehr dickes Buch, mindestens 500, ich glaube 600 Seiten, sehr systematisch, auch bei Nicht-Utilitaristen sehr geschätzt. Wenn Sie es kaufen, kriegen Sie jetzt herausgegeben und Vorwort von John Rawls, einem Deontologen. Das ist schon mal ein Signal. Sidgwick ist wohl der philosophisch versierteste klassische Vertreter des Utilitarismus. Der ist viel stärker akademisch angebunden als Bentham oder Mill. Er ist zwar auch Mitglied in der Liberal Party, aber er ist viel weniger politisch aktiv. Insbesondere nicht so progressiv. Er ist eher ein konservativer Viktorianer. Wo er sich einsetzt für Veränderungen, ist an der Universität. Er ist für Universitätsreformen. Insbesondere geht es ihm darum, die klassische Literatur zurückzustufen, die er selbst einmal studiert hatte. Er vertritt stärkere religiöse Freiheiten an der Universität, das war ja auch bei ihm ein Thema, und er setzt sich ein für höhere Bildung von Frauen. Und dazu passt es, dass er ein Jahr später Mitbegründer von Newnham College ist. Das ist das erste Frauencollege in Cambridge. Das gibt es auch heute noch. Ein Jahr später heiratet er, auch eine interessante Frau, Eleanor Mildred Balfour, die Schwester eines früheren Schülers von ihm und späterem Premierminister von England. Also der ist nicht schlecht sozial aufgestellt. Ein Schwager von ihm wird später Erzbischof von Canterbury, der Mann seiner Schwester. Und ein Schwager von ihm wird später mal Premierminister von England, der Bruder seiner Frau. Diese Eleanor Balfour ist vielleicht ähnlich wie Harriet Taylor, eine sehr gebildete, sehr emanzipierte Frau. Die betreibt unter anderem eigene Forschungen in der Physik. Sie ist eine der ersten Studentinnen von Newnham College und später wird sie auch mal Principal, also quasi Master von Newnham College. Er gründet noch mehr. 1882 ist er Mitbegründer und erster Präsident der Society for Psychical Research. Die gibt es noch heute. Und die widmet sich der wissenschaftlichen Erforschung parapsychologischer Phänomene. Offenbar irgendwie eine Fortsetzung seiner religiösen Interessen. Insbesondere nimmt er Interesse daran, ob es Hinweise gibt auf Leben nach dem Tod. Insofern eine vielleicht etwas befremdliche Organisation. Es gibt aber auch viele weitere berühmte Menschen, die ihr angehört haben und auch mal Präsidenten waren. William James, der amerikanische Psychologe und Philosoph, von dem ich vorhin ein kleines Zitat über John Stuart Mill vorgelesen habe, der war auch mal Präsident. Henri Bergson, der französische Phänomenologe. C.D. Broad,
berühmterer englischer Philosoph, und auch Sidgwicks Frau Eleanor ist zeitweise Präsidentin. 1883 wird er Professor für Moral Philosophy in Cambridge, G.E. Moore ist einer seiner Schüler und Hare ist wieder dessen Schüler. Also auch hier haben wir eine sehr interessante Kette. Bentham kennt erstmal James Mill, auch John Stuart Mill, jedenfalls als jüngeren Menschen wird er den gekannt haben. Mill nimmt zumindest indirekt Einfluss auf Sidgwick über diese Gruppierung der Apostles. Sidgwick ist Lehrer von Moore, Moore ist Lehrer von Hare. Das ist also eine Kette, die sich einigermaßen durchzieht. Ähnlich wie in der Tugendethik die Kette Platon, Aristoteles und vorher noch Sokrates. Hier ist mal ein späteres Foto von ihm. Endlich mal ein Philosoph, der auch aussieht wie ein Philosoph. Gestorben ist er 1900 an Krebs und seine Frau Eleanor behauptet, er habe aus dem Jenseits mit ihr kommuniziert. Das hilft uns jetzt nicht, aber mit uns kommuniziert er so, wie sich das für einen Philosophen gehört, einen Toten nämlich über seine Schriften, insbesondere über The Methods of Ethics, was eben sein Hauptwerk ist. Wenn man sich das anschaut, wie es so insgesamt aufgebaut ist, denkt man sich, ach Gott, das ist jetzt wieder so eine negative Argumentation über ausgeschlossene Alternativen. Ähnlich wie bei Bentham und das war ja nicht sehr zufriedenstellend. Außerdem, Bentham kam ja gar nicht zum Summationskriterium, sondern nur zur Güte von Glück. Das war auch unbefriedigend. Aber bei Sidgwick ist das anders, wenn man genauer hinschaut. Bei ihm geht es nicht so sehr darum, dass die angeblich einzigen Alternativen zum Utilitarismus jetzt brachial abgeschossen werden, sodass nur der Utilitarismus übrig bleibt. Bei ihm ist es mehr so, es gibt zwei wichtige Alternativen, die schon was Richtiges erkannt haben, die aber verbessert werden müssen, zum Utilitarismus hin erweitert werden müssen. Und so entsteht bei ihm eine positive Argumentation, die konzeptuell auch sehr interessant ist. Außerdem, er dringt dezidiert zum Summationskriterium vor, sogar noch deutlicher und nachdrücklicher als Mill. Und was sind jetzt diese beiden Alternativen, von denen wir ausgehen? Nun, die erste ist der Intuitionismus. Was ist Intuitionismus? Eigentlich, oder primär ist Intuitionismus eine epistemologische These. Das heißt, es ist eine metaethische These zur grundsätzlichen Art des Zugangs zur Moral. Und ihr zufolge lassen sich die fundamentalen Einsichten der Moral nicht weiter begründen. Die sind in sich evident, die sind unmittelbar einsichtig. Ähnlich wie elementare Sätze in der Mathematik. Also immer wenn Sie sowas lesen wie self-evident, dann muss Ihnen klar sein, ah, da steckt ein Intuitionismus dahinter. Sidgwick meint darüber hinaus aber auch eine bestimmte inhaltliche Formierung solcher intuitiver Moralvorstellung. Er meint einen bestimmten Satz solcher evidenter Einsichten, nämlich die Moral des Common Sense. Das heißt, die bei den Menschen üblichen, verbreiteten, bewährten Moralvorstellungen. Also Wahrhaftigkeit ist wichtig, Gerechtigkeit ist wichtig, Wohltun ist wichtig. Dass man darauf die Ethik aufbauen soll, war in England eine starke Bewegung und die war auch durchaus verknüpft mit dieser epistemologischen Frage des Zugangs. Also man sagte, wir nehmen Ausgang von verbreiteten, bewährten Moralvorstellungen und man verstand die als Grundintuitionen evidenter Natur. Und was sollen wir damit machen? Nun, Sidgwick meint, diesen Intuitionismus, den müsse man utilitaristisch systematisieren. Das heißt, in ihrer Grundanlage sind diese Alltagsüberzeugungen gar nicht falsch, denn die sind bereits wesentlich utilitaristisch geprägt, aber man muss sie präziser formulieren und konsistent fassen und dann merkt man, das läuft auf einen Utilitarismus hinaus. Also der Gedanke, wenn wir überlegen, warum sind die Leute denn für Gerechtigkeit, warum sind sie für Wahrhaftigkeit, naja, letztlich, damit das Wohl der Gesamtheit eben ins Maximum kommt. Das ist natürlich eine gewagte These. Denn wahrscheinlich sind die Alltagsüberzeugungen eher ein Gebisch sehr verschiedener Theorien. Da werden Sie auch bestimmt aristotelische Anteile finden, da werden Sie auch kantische Anteile finden. Da wird es um Egalitarismus manchmal gehen oder um Mindestversorgung. Und man kann und muss Sidgwick vorwerfen, dass er sich hier eine manchmal etwas zu einfache Argumentationsstrategie erlaubt. Also da, wo er tatsächlich utilitaristische Anteile findet in der Common-Sense-Moral, dann nimmt er das als Beleg für diese behauptete Konvergenz. Also da sagt er, die Alltagsmoral ist teilweise utilitaristisch
Und daran sieht man, dass der Common Sense grundsätzlich mit dem Utilitarismus übereinstimmt. Die nicht-utilitaristischen Anteile nimmt er dann als Beweis für die Korrekturbedürftigkeit dieser Moral. Also klar, die Alltagsmoral ist teilweise nicht-utilitaristisch und daran sieht man, dass der Common Sense durch den Utilitarismus systematisiert werden muss. Aber das setzt natürlich den Vorrang des Utilitarismus und die Irrtümlichkeit anderer Theorien eher voraus, als dass es sie beweist. Man könnte das Argument genauso gut umgekehrt formulieren. Man könnte sagen, da sind nicht-utilitaristische Anteile, das zeigt, dass die Alltagsmoral eigentlich nicht-utilitaristisch ist, nämlich zum Beispiel kantisch. Naja, und dann gibt es utilitaristische Anteile, naja, die müssen wir natürlich korrigieren. Man kann es eigentlich genauso gut umgekehrt machen. Spannender ist aber jetzt vielleicht die zweite Alternative zum Utilitarismus. Und was ist das? Nun, das ist nach Sidgwick der Egoismus. Hier ist zumindest die Bedeutung mal sofort klar. Egoismus heißt, ich befördere nur mein eigenes Glück. Natürlich ist es ein bisschen seltsam, dass man das überhaupt als eine ethische Theorie anführt. Das scheint ja eher die Verneinung aller Moral zu sein. Also wirklich keine ernstzunehmende Alternative. Bestenfalls so der psychische Ausgangszustand des Menschen, bevor er mal moralisch belehrt wird. Insbesondere wäre jetzt überhaupt nicht mehr glaubhaft, dass auch der Egoismus, wenn man ihn vertieft betrachtet oder geeignet systematisiert, sich als heimlicher Utilitarismus zu erkennen geben sollte. Bestimmt nicht. Utilitarismus grenzt ja eher an kompletten Altruismus. Der verlangt ja fast das vollständige Absehen von den eigenen Wünschen, genau das Gegenteil von Egoismus. Aber Sidgwick sagt, tatsächlich auch hier ist es möglich, diesen Egoismus positiv aufzugreifen und utilitaristisch zu erweitern. Er ist natürlich nicht schon versteckterweise utilitaristisch, aber er folgt nach Sidgwick einer bestimmten Logik, die eine Überschreitung hin zum Utilitarismus plausibel werden lässt. Und wie sieht das aus? Nun, Sidgwick sagt, ein Egoismus will ja eben nur eigene Wünsche befriedigen. Der achtet gar nicht auf fremde Wünsche. Jetzt kann man aber fragen, wie so ein Egoist in zeitlicher Hinsicht seine eigenen jetzigen und seine eigenen künftigen Wünsche behandeln würde. Und nach Sidgwick würde ein kluger Egoist seine eigenen Wünsche zu verschiedenen Zeitpunkten so befriedigen, dass er insgesamt über seine Lebensspanne hin eine größtmögliche Gesamtsumme an Glück erreicht. Also ein rationaler Egoist wird, so sagt Sidgwick, intertemporal die Glückssumme bei sich selbst maximieren wollen. So wird er sein Leben führen, dass die Glückssumme über das gesamte Leben hinweg maximal war. So, dieser rationale Egoismus ist natürlich keine unmittelbare Vorgabe für moralisches Handeln, eben weil ja nur da die eigenen Wünsche berücksichtigt werden. Aber dennoch kann man aus ihm etwas Wichtiges lernen, wenn man moralisch handeln und damit auch fremde Wünsche einbeziehen will. Nach Sidgwick sollte man dann nämlich einfach genau das gleiche Konzept vom Einzelmenschen auf die Gesamtheit übertragen, um zum moralischen Prinzip zu gelangen. Der Gedanke ist, wenn es rational ist, mit Blick auf die eigenen Wünsche die eigene Glückssumme intertemporal zu maximieren, dann liegt doch das moralische Prinzip darin, mit Blick auf eigene und fremde Wünsche, die Glückssumme interpersonell zu maximieren. Das ist die Idee. Das heißt nicht, dass jeder Egoist eigentlich schon Utilitarist wäre. Natürlich muss er einen erheblichen Schritt tun, nämlich eben neben den eigenen Wünschen auch die fremden Wünsche beachten. Aber wenn er diesen Schritt tut, dann ist nach Sidgwick klar, wie er aussehen muss. Man muss von der bloß egoistischen Klugheit zur Moralität weiterschreiten. Und wenn die Klugheit in der zeitlichen Summenmaximierung für einen selbst besteht, dann besteht die Moralität offenbar in der gesellschaftlichen Summenmaximierung für alle. Für Sidgwick ist das beides gleichermaßen evident. Gewissermaßen ist hier dann wieder der Intuitionismus thematisch. Es ist gleichermaßen evident. Der Utilitarismus als moralische Regel ist genauso unmittelbar einsichtig wie die Summenmaximierung als rationale Regel. Bei der Rationalität geht es darum, wie ich eigene jetzige und eigene künftige Wünsche gegeneinander abwäge. Und hier ist nach Sidgwick die Summenmaximierung normativ,
das heißt in diesem Fall klug. In der Moralität geht es darum, wie ich eigene und fremde Wünsche gegeneinander abwäge. Und entsprechend ist nach Sidgwick hier auch die Summenmaximierung normativ, das heißt in diesem Fall gut. Und in diesem Sinne wird auch der Egoismus, ähnlich wie vorhin der Intuitionismus, nicht eigentlich abgewiesen, sondern eher überschritten. Der kluge Egoist hat mit seiner zeitlichen Summenmaximierung eigener Wünsche etwas grundsätzlich Richtiges erkannt. Und wenn er jetzt außerdem moralisch wird, also die Wünsche anderer Menschen berücksichtigt, ist nach Sidgwick klar, wie das zu geschehen hat. Er muss nur dieses Richtige, das er bisher für sein eigenes Leben beachtet hat, nun auch im Verhältnis zu anderen Menschen umsetzen. Denn genau dieser Übergang von eigener Berücksichtigung zu den Wünschen anderer Menschen bedeutet nach Sidgwick den Übergang von Egoismus zu Moralität. Das ist ein sehr interessantes Argument. Da werden zwei normative Bereiche parallelisiert, Rationalität und Moralität. Für Rationalität wird die Summenmaximierung als eigener jetziger und eigener künftiger Wünsche als kluges Verhalten geltend gemacht. Und entsprechend soll in der Moralität die Summenmaximierung von eigenen und fremden Wünschen, also der Utilitarismus, als maßgebliche Regel gelten. Das hat allerdings große Probleme. Vielleicht mutet Ihnen das ohnehin ein bisschen seltsam an. Es wirkt strukturell verlockend, aber ist inhaltlich vielleicht nicht ganz überzeugend. Und es gibt vor allen Dingen zwei Einwände, die sich aufdrängen. Zunächst einmal kann man kritisch fragen, stimmt das überhaupt? Ist im intertemporalen Fall wirklich die Summenmaximierung rational? Ist es wirklich in jedem Fall klug, im eigenen Leben die Wunscherfüllung so zu gestalten, dass insgesamt eine maximale Summe an Wunschbefriedigung entsteht? In vielen Fällen könnte das plausibel wirken, aber wir können ja mal einen Extremfall machen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten diese maximale Gesamtsumme an Lebensglück genau dadurch erzielen, dass Sie, sagen wir, 70 Jahre lang als beliebter und wohlhabender, berühmter Künstler oder Sportler oder was immer Sie möchten leben und dann am Schluss zu Tode gefoltert werden. Und wir gehen mal davon aus, dann wäre die Nutzensumme wirklich maximal. Alle anderen Lebensentwürfe, zwischen denen Sie wählen dürfen bei der guten Fee, haben tatsächlich eine niedrigere Nutzensumme. Der Bauer in den Alpen oder was immer, der kleine Verkäufer. Das sind die Alternativen. Ist es dann wirklich klug, diese Variante zu nehmen mit 70 Jahre Künstler und dann zu Tode gefoltert werden? Ich glaube nicht. Und das könnte ein Beispiel dafür sein, dass auch in diesem Fall, wo es nur um mich selbst geht, Summenmaximierung nicht unbedingt rational sein muss. Das Beispiel liegt nahe, dass man eher vielleicht auch auf andere Dinge achten sollte. Vielleicht, dass es im eigenen Leben keine zeitweiligen katastrophalen Verarmungen an Glück gibt, sodass insbesondere so schreckliche Foltererlebnisse gar nicht vorkommen. Wenn das stimmt und Sie würden das auf den moralischen Bereich übertragen, kommt was ganz anderes raus als Utilitarismus. Dann kommt plötzlich ein Prinzip der Minimalversorgung raus. Wenn Sie sagen, bei mir will ich keine schlimmen, ganz furchtbaren Momente haben und Sie übertragen das auf die Gemeinschaft, sind Sie Minimalversorger. Sie könnten sich sogar überlegen, sollte ich nicht gerade besonders auf mein Lebensende schauen, haben nicht gerade die letzten Jahre vielleicht eine besondere Bedeutung in meinem Lebensverlauf, sodass ich Glückszuständen in späteren Jahren ein besonderes Gewicht beimessen sollte. Deshalb sparen wir Deutschen ja so viel. Ne? Also die späten Momente besonders beachten, ist das nicht eigentlich klug? Wenn Sie das auf den moralischen Bereich übertragen, kommt was ganz anderes raus. Dann müssen Sie plötzlich entfernte Menschen besonders beachten. Das ist schon ein bisschen seltsam dann auch. Ne? Also wenn es irgendwie um die Nähe von Menschen geht, würde man vielleicht eher sagen, moralisch sollte ich die Nahestehenden besonders beachten, nicht die Entfernten. Schon wird ein bisschen komisch, was dabei rauskommt. Und wenn sowas Komisches bei rauskommt, dann fängt man auch an zu zweifeln, also das ganze Modell, diese Übertragung, überhaupt der Gedanke, von mir auf die anderen zu übertragen, stimmt da vielleicht grundsätzlich irgendwas nicht? Das führt einen dann zur zweiten Frage. Wieso hat denn die intertemporale Klugheit bei einem einzelnen Menschen überhaupt irgendeine Bedeutung für interpersonale Moralität zwischen mehreren Menschen? Man sieht ja ein, dass es da strukturelle Parallelen gibt. Jetzige und künftige und eigene und fremde. Ja, schön. Aber warum soll diese Parallele inhaltlich relevant werden?
Also nehmen wir an, wir akzeptieren den ersten Schritt. Vielleicht, ja, vielleicht ist es rational, über das eigene Leben hinweg eine maximale Glückssumme zu erzielen. Aber muss es deshalb moralisch sein, über verschiedene Leben hinweg eine maximale Glückssumme zu erzielen? Vielleicht nicht. Manche würden sagen, das ist sogar hochgradig unmoralisch. Es mag durchaus rational sein, eigene frühere Wünsche für eigene spätere Wünsche zu opfern. Das tun wir ständig. Sonst säßen wir ja gar nicht hier. Und das ist durchaus ein Prinzip der Klugheit. Vielleicht sollte man es nicht mit dem Prinzip der Summenmaximierung tun, sondern vielleicht eher mit Blick auf Minimalversorgung oder mit einer besonderen Gewichtung späterer Momente. Aber okay, es ist in jedem Fall zuweilen klug, bestimmte eigene Wünsche für bestimmte andere Wünsche hintanzustellen. Das ist sicherlich manchmal klug. Sonst können Sie gar kein konsistentes Leben führen. Wenn Sie immer nur das machen, wozu Sie im Augenblick am meisten Lust haben, dann enden Sie unter der Brücke. Das ist nicht klug. Aber es ist doch etwas ganz anderes und es ist deshalb überhaupt nicht erlaubt, Wünsche des einen für Wünsche des anderen zu opfern. Im ersten Fall geht es darum, um das Glück eines einzelnen Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten. Im anderen Fall geht es um das Glück verschiedener Menschen. Und bei aller strukturellen Parallele besteht eine erhebliche inhaltliche Kluft, die es nicht naheliegend erscheinen lässt, hier einfach die gleichen Prinzipien anzuwenden. Aber genau das macht Sidgwick. Er zieht ein Kriterium für rationales Entscheiden bei einem selbst heran, um moralisches Entscheiden gegenüber anderen zu klären. Natürlich räumt er ein, dass mit der Betrachtung fremder Wünsche ein ganz neuer normativer Bereich eröffnet wird, nämlich eben der Bereich der Moralität. Aber dennoch zieht er das Verhalten gegenüber sich selbst als normatives Paradigma für das Verhalten gegenüber anderen heran. Er schließt aus dem klugen Summieren bei einer Person auf das angeblich moralische Summieren bei mehreren Personen. Und das führt zu der moralisch sehr bedenklichen Erscheinung, dass jetzt die Glücksempfindung des einen gegen Glücksempfindung des anderen aufgerechnet werden. Dass das Glück des einen geopfert werden kann, um das Glück des anderen zu befördern. So wie man eigene Glücksempfindung gegeneinander aufrechnet. So wie man das eigene Glück opfert, um eine möglichst gute Gesamtbilanz an Glück zu erreichen, aus Gründen der Klugheit. Also Sidgwick hat recht. Bei der Rationalität geht es um die Abwägung zwischen verschiedenen Wünschen einer Person. Bei der Moralität geht es um die Abwägung zwischen verschiedenen Wünschen mehrerer Personen. Es stimmt auch, Sie schreiten von Egoismus zur Moralität weiter, wenn Sie neben Ihren eigenen Wünschen auch fremde Wünsche berücksichtigen. Das stimmt. Aber das heißt alles nicht, dass Sie diese fremden Wünsche in der richtigen Weise berücksichtigen, wenn Sie für die das gleiche Kriterium benutzen wie bei den eigenen Wünschen. Im Gegenteil. Es macht gerade einen moralischen Umgang zwischen mehreren Personen aus, dass man sie nicht wie eine Person behandelt. Und dieses Problem führt uns jetzt zu unserem letzten Abschnitt, nämlich zum idealen Beobachter. Der ist gewissermaßen das letzte Argument, das den Utilitarismus jetzt noch plausibel machen könnte. Vor allen Dingen nach diesem Problem, was wir bei Sidgwick kennengelernt haben. Die beißende Frage bei Sidgwick ist ja, wieso ein Prinzip, das für einen einzelnen Menschen vielleicht akzeptabel sein könnte, überhaupt für mehrere Menschen relevant werden darf. Und ganz generell wird dem Utilitarismus vorgeworfen, dass er das fälschlicherweise tut, dass er die Verschiedenheit der Menschen nicht beachtet. Er behandle mehrere Menschen wie einen einzelnen Menschen. Das sei der eigentliche Geist, der hinter der Summationsregel stehe. Für eine einzelne Person sei die Summenmaximierung einigermaßen plausibel. Vielleicht im intertemporalen Fall, wie bei Sidgwick, zumindest für das Handeln im jeweiligen Augenblick vielleicht, weil man hier in der Tat die größte Nettobefriedigung suchen mag. Und der Utilitarismus nehme jetzt einfach diese rationale Regel für eine einzelne Person als moralische Regel für das Verhalten gegenüber verschiedenen Personen, weil er diese Verschiedenheit übersieht. Und irgendwie so tut, als hätte er eine gewaltige Gesamtperson vor sich. Das wäre natürlich ein schlimmes Versäumnis. Denn erstens, so eine kollektive Gesamtperson gibt es gar nicht. Es gibt keine Gesamtperson, es gibt immer nur Einzelpersonen. Und zweitens, moralische Probleme entstehen ja auch nur hieraus. Nur weil die Bedürfnisse, die Interessen, die Rechte verschiedener Personen einander gegenüberstehen,
sodass man nur eine Person vor sich hätte, entstehen moralische Probleme. Und der Utilitarismus scheint dieses Problem gar nicht wahrzunehmen. Und damit dürfte er auch kaum eine geeignete Lösung für das Problem parat haben. Wenn er das Problem gar nicht sieht, weil er irgendwie glaubt, ist ja eine Person, dann wird er es auch nicht lösen. Diesen Vorwurf formulieren verschiedene Philosophen, zum Beispiel eine schöne Passage habe ich gefunden bei David Gauthier. Der schreibt: I sacrifice the objective of one of my wants to that of another, to secure my own greatest satisfaction. To suppose that I should do the same in considering the wants of several persons is to suppose that mankind is a superperson, whose greatest satisfaction is the objective of moral action. But that is absurd. Individuals have wants, not mankind. Individuals seek satisfaction, not mankind. A person's satisfaction is not part of any greater satisfaction. Oder John Rawls in seiner Theorie der Gerechtigkeit. Da schreibt er: Der natürlichste Weg zum Utilitarismus ist die Übertragung des Prinzips der vernünftigen Entscheidung für den Einzelmenschen auf die Gesellschaft als Ganze. Diese Sicht, die utilitaristische, der gesellschaftlichen Zusammenarbeit ist die Folge der Ausdehnung des Entscheidungsprinzips für den Einzelmenschen auf die Gesellschaft, die so zu Werke geht, dass in der Vorstellung alle Menschen zu einem zusammengefasst werden. Der Utilitarismus nimmt die Verschiedenheit der einzelnen Menschen nicht ernst. Das ist der zentrale Vorwurf, und nach dem, was wir gesehen haben, kann man das verstehen. Denn diese Verschmelzung der Individuen zu einer Gesamtperson ist in der Tat die erkennbare Perspektive bei vielen Utilitaristen. Das ist kein aus der Luft geworfener Vorwurf, sondern wirklich ihre moralische Grundposition. Das sieht man bei Sidgwick. Kluges Verhalten eines Einzelmenschen ist explizit das Paradigma für moralisches Verhalten gegenüber einer Mehrzahl von Menschen. Wenn der Egoist moralisch wird, also neben den eigenen Wünschen auch die fremden Wünsche beachtet, dann behandelt er diese fremden Wünsche wie die eigenen Wünsche. Er summiert sie einfach mit auf, als wären das gar nicht andere Menschen. Oder bei Mill. Ja, deshalb geht der zweite Beweisschritt so schnell. Das Einzelglück für einen Menschen ist gut, deshalb ist die Glückssumme für mehrere Menschen gut. Auch da merken Sie, da wird eine Mehrzahl von Menschen mit ihrem je separaten Glück behandelt wie ein Mensch, der die Summe dieses Glücks hätte. Auch ansonsten, wenn Sie utilitaristische Schriften lesen, Sie lesen häufig Passagen, die darauf hinauslaufen, die moralische Haltung bestehe darin, sich als Einheit mit seinen Mitmenschen zu fühlen. Fellow feelings with your fellow creatures. Unity with your fellow creatures. Das sind die Wendungen, die kommen. Da steckt ein gewisses Pathos sogar drin, der Selbstaufgabe. Und dieses Pathos ist ja zwiespältig. Zunächst einmal wirkt es ungemein lobenswert. Man würde sagen, das ist eine höchst moralische Haltung, sich eins zu fühlen mit anderen Wesen. Die fremden Wünsche genauso ernst zu nehmen wie die eigenen Wünsche. Da geht es um Selbstaufgabe, um Selbstentgrenzung. Diese altruistische Komponente des Utilitarismus wird hierin spürbar. Denn dann verschwindet man ja in der Nutzensumme nahezu. Derek Parfit vergleicht das sogar mit dem Buddhismus. Er sagt, eigentlich sei das eine Art buddhistische Haltung. Wir sind alle eins. Klingt sehr moralisch, sehr lobenswert. Aber andererseits wirkt es auch unglaublich brisant. Denn natürlich, die anderen Wesen mit ihren Wünschen werden auch alle verschmolzen. Sie geben nicht nur ihre eigenen Wünsche auf für die Gesamtsumme, sondern auch die fremden Wünsche jedes anderen Einzelwesens geben sie auf, wenn es die Maximierung der Nutzensumme erfordert. So wie sie selbst sich für die Nutzensumme opfern, so opfern sie eben auch jeden anderen für die Nutzensumme. Das ist das Problem. Diese Verschmelzung der Personengrenzen lässt sich aber durchaus begründen. Die wird nicht einfach so vorgenommen, sondern die ergibt sich aus einer bestimmten Argumentationslinie, die bisher nicht thematisiert wurde, nämlich aus diesem Gedanken eines idealen Beobachters. Und in der Tat, ich glaube, der ist die einzige Möglichkeit, den Utilitarismus zu begründen.
Wenn man den Utilitarismus begründen will, dann muss man irgendwie erklärlich machen, weshalb wir alle Menschen betrachten sollten, als wäre es ein Mensch. Denn nur dann kann man dieses Prinzip der Summenmaximierung nachvollziehen. Und der ideale Beobachter, der kann diese Verschmelzung plausibel machen. Und ich glaube wirklich, er kann es als einziges Herleitungsinstrument tun. Es wird aber zwiespältig bleiben. Also ich glaube, das ist der eigentliche Kern des Utilitarismus. Das gibt seine ethische Grundhaltung korrekt wieder. Die Argumentation funktioniert auch grundsätzlich, aber natürlich muss man ihr nicht folgen. Aber schauen wir sie uns an, also diese Idee eines idealen Beobachters. Im Englischen Ideal Observer, manchmal heißt auch Impartial Spectator oder Indifferent Bystander. Und den müssen wir uns vorstellen als eine unparteiliche Instanz, an der sich das moralische Urteil ausrichten soll. Und im Wesentlichen ist diese Instanz durch zwei Komponenten gekennzeichnet. Erstens, sie ist wohlwollend. Also dieser ideale Beobachter ist wohlwollend, er ist einfühlend und freundlich. Er ist zugewandt und gutmütig. Das entspricht im Wesentlichen dem, was Mill in seinem ersten Beweisschritt zu leisten versucht. Nämlich, dass Glück gut ist. Denn Wohlwollen bedeutet ja, das Glück anderer Menschen als primäres Ziel moralischen Handelns anzusehen. Ja, das heißt, diese Komponente entspricht dem, was Mill in seinem ersten Beweisschritt zu erreichen sucht. Wenn wir davon ausgehen, Wohlwollen ist wichtig, dann akzeptieren wir, dass Glück grundsätzlich mal gut ist. Das allein reicht aber nicht. Wir wissen dann noch nicht genau, was wir tun sollen. Er hat aber noch eine zweite Eigenschaft, er tritt in Abstand. Er geht auf Abstand zu allen Beteiligten, um auf diese Weise unparteilich zu urteilen. Und das entspricht weitestgehend dem, was Mill mit seinem zweiten Beweisschritt zu erreichen sucht. Nämlich dann kommt tatsächlich raus, dass die Glückssumme zu maximieren ist. Denn wenn dieser ideale Beobachter immer mehr Abstand nimmt von den Betroffenen, dann verschwimmen, so müssen wir uns das vorstellen, letztlich die Grenzen zwischen den Einzelpersonen. Bis man nur noch die Summe des Glücks wahrnimmt und nur noch die Maximierung dieser Summe als moralisches Ziel bleibt. Zusammengenommen ergibt sich dann also in der Tat die Maximierung der Nutzensumme. Zunächst, man ist grundsätzlich freundlich gesonnen, von Wohlwollen geleitet, sodass man geneigt ist, jedem Menschen möglichst viel Nutzen zukommen zu lassen. Damit weiß man jetzt noch nicht, was soll man in Fällen von Konkurrenz tun, also mit Situationen, wo man nicht allen Menschen ihren maximalen Nutzen verschaffen kann. Um das unparteilich zu klären, geht man jetzt auf Abstand von den Menschen, bis man die verschiedenen Menschen nur noch wie einen Menschen wahrnimmt, dessen Nutzen in der Summe des Nutzens aller Einzelnen besteht. Und dann weiß man eben, diese Nutzensumme sollte ich eben maximieren. Das kann man verständlich machen, wenn man eine metaphorische Darstellung nimmt. Stellen Sie sich vor, jemand hat Freude an Helligkeit, das ist sein Wohlwollen. Jetzt weiß er nicht, wie er verschiedene Lichtquellen einstellen soll, die nicht gleichzeitig alle maximal leuchten können. Also tritt er von diesen Lichtquellen zurück, und zwar so weit, bis er sie nur noch wie eine einzige Lichtquelle wahrnimmt. Das ist der Gedanke des Abstands. Naja, und dann wird sein Bestreben darauf gerichtet zu sein, sie so zu drehen, dass die Gesamtsumme des Lichts möglichst groß wird. Natürlich, man muss diese Perspektive des idealen Beobachters nicht teilen. Man kann sagen, ich finde die von Beginn an wenig überzeugend. Man kann sagen, zumindest das Ergebnis finde ich wenig überzeugend, diese Verschmelzung der Personengrenzen, dazu dürfte es jedenfalls nicht kommen. Aber immerhin, diese Begründung funktioniert. Jedenfalls besser als alle Herleitungen von Bentham, Mill und Sidgwick, die wir hatten. Bei all diesen anderen Begründungen bleibt letztlich immer unklar, weshalb man die Nutzensumme maximieren sollte. Das leuchtet nur ein, wenn die Personengrenzen aufgelöst werden. Und das wird nur in dieser Perspektive des idealen Beobachters verständlich. Wenn man sich auf sein Wohlwollen einlässt, dann muss man zunächst einmal eingestehen, es geht um das Glück der Menschen. Und wenn man den Abstand zugrunde legt, dann muss man weiter einsehen, es geht darum, eine möglichst große Distanz zu den Betroffenen einzunehmen. Und wenn man den Abstand wirklich maximal wählt, dann erscheinen diese Betroffenen zuletzt wie ein Mensch. Und dann wird mein Wohlwollen darauf hinauslaufen, die Summe des Glücks zu maximieren. Dieser ideale Beobachter wird von vielen Utilitaristen erwähnt. Der taucht mal auf. Wir müssen moralisch urteilen wie ein idealer Beobachter.
Aber nur wenige von ihnen benutzen ihn wirklich explizit. Und einer, der das wohl am deutlichsten tut, das ist Adam Smith in seiner Theory of Moral Sentiments. Und hier schließt sich jetzt schön der Kreis dieser Vorlesung, denn der kam in der allerersten Vorlesung, in der allerersten Sitzung vor. Nämlich als Beispiel für eine deskriptive Ethik. Vielleicht erinnern Sie sich. Und in der Tat, diese Theory of Moral Sentiments enthält viele Beschreibungen des faktischen moralischen Empfindens. Deshalb ist es in weiten Strecken wirklich eine deskriptive Ethik. Wir hatten damals aber auch gesagt, der Smith schreitet weiter, er entwickelt daraus normative Aussagen über richtige moralische Urteile. Deshalb geht er zu einer normativen Ethik über. Und interessanterweise, diese beiden Ebenen bei ihm, die deskriptiven und die normativen Anteile, die entsprechen ziemlich genau den beiden Komponenten des idealen Beobachters, dem Wohlwollen und dem Abstand. Und damit auch den beiden Schritten von Mills Beweis. Das heißt, auf der deskriptiven Ebene geht es schon stark um das Wohlwollen und auf der normativen Ebene kommt dann der Abstand hinzu. Das läuft nämlich so. Smith behauptet, das faktische moralische Empfinden der meisten Menschen, so wie sie sind, entspricht der Haltung eines attentive spectator. Diesen Begriff hatten wir in der ersten Sitzung. Eines aufmerksamen Beobachters. Der zeichnet sich vor allen Dingen aus durch Sympathy für die Betroffenen. Er hat ein Einfühlungsvermögen, eine Fähigkeit des Sich-Hineinversetzens in den anderen. Und er reagiert auf Gefühle der anderen mit Mitgefühl. Positiv auf fremde Freude, negativ auf fremdes Leid. Und dieser Attentive Spectator realisiert offenbar die Komponente des Wohlwollens. Der ist primär Gegenstand der deskriptiven Ethik, so empfinden Menschen normalerweise, sagt Smith. Außerdem ist das noch eine sehr unreflektierte Haltung. Wir wissen dann zum Beispiel nicht, was wir in Konkurrenzsituationen tun sollen. Sie mögen die alle, sie haben Sympathy mit allen, was machen sie, wenn jetzt eine Konkurrenzsituation kommt? Aber er geht bereits mit einer leichten normativen Wertung einher. Es ist durchaus geboten, diese Haltung einzunehmen. Das ist eine Grundhaltung der Feinfühligkeit, der Humanität. Wenn jemand das nicht hätte, wäre das wirklich ein moralischer Mangel. Es reicht aber nicht. Dieses reale Wohlwollen, das Menschen normalerweise aufbringen können, das reicht nicht. Die ideale Haltung ist vielmehr die eines impartial spectator, eines unparteilichen Beobachters. Und der zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass er Distance zu den Betroffenen einnimmt, um fair zwischen ihren Glücksbestrebungen abzuwägen. Der behält also das generelle Wohlwollen des realen Beobachters für fremdes Glück. Er nimmt aber zudem unbestechlich Abstand von dessen Träger. Und das ist vor allen Dingen wichtig für Konkurrenzsituationen, wo das Wohlwollen allein nicht weiß, was es tun soll. Naja, und dieser impartial spectator realisiert also offenbar die Komponente des Abstands. Und er erst erschließt wirklich die vollgültige Perspektive der normativen Ethik. Seine unparteiliche Position ist noch viel höher einzuschätzen als diese unreflektierte Haltung des realen Beobachters. Er bildet die eigentliche normative Position. Und es ist hochgradig geboten, diese Haltung einzunehmen. Das ist eine Grundhaltung der Selbstverleugnung und der Selbstbeherrschung. Denn insbesondere muss man ja bereit sein, auch zu den eigenen Glücksbestrebungen Abstand einzunehmen. Tja, also kann der Utilitarismus begründet werden? Wenn ja, dann wahrscheinlich so. Dann mit dem Grundkonzept eines idealen Beobachters, der sich durch Wohlwollen und Abstand auszeichnet. Denn nur so finden wir wirklich dahin, mehrere Menschen wie einen Menschen zu behandeln und nur dann ist die Summenmaximierung nachvollziehbar. Wenn Sie das nicht machen, denken Sie immer, warum denn nicht Gleichheit oder warum nicht Mindestversorgung? Natürlich kann man auch hieran Zweifel hegen. Man muss sich davon nicht überzeugen lassen. Man kann zum Beispiel fragen, sind Wohlwollen und Abstand eigentlich miteinander verträglich? Ich meine, Wohlwollen heißt eigentlich Hinwendung, Abstand heißt Fortwendung. Das eine bedeutet Sympathie, er spricht ja von Sympathy. Das andere bedeutet eigentlich Indifferenz. Er heißt ja auch Indifferent Bystander. Das ist eine zumindest spannungsreiche Mischung. Und manche würden sagen, die verneinen sich gegenseitig, das passt gar nicht zusammen. Aber das ist interessant, denn der Utilitarismus hat ja generell eine zwiespältige Gestalt.
und die könnte in dieser spannungsreichen Grundanlage wurzeln. Der Utilitarismus erweckt ja immer den Eindruck, einerseits, der ist mal endlich freundlich. Das ist eine Theorie, die eine freundliche Hinwendung zu den Menschen leistet. Viel angenehmer als Tugendethiken oder Deontologien. Es ist nicht so fordernd, es geht nicht um das, was man tun muss und was für Pflichten man hat, sondern der ist gebend von seiner Grundausrichtung. Und auf der anderen Seite, dann kommt dieses Summationsgebot und das zerstört diesen Eindruck wieder. Jetzt kann geradezu grausam der Einzelne geopfert werden, um der Gesamtheit zu nutzen. Das ist überhaupt nicht schön. Und man kann sagen, naja, genau diese Zwiespältigkeit steckt in seiner Grundanlage. Das steckt in diesen beiden Komponenten, Wohlwollen und Abstand. Einerseits Wohlwollen, scheinbar eine Reinform der Philanthropie, eine Orientierung daran, dass die Menschen doch glücklich sein sollen. Aber dann Abstand. Und der führt zur Ausrichtung an der bloßen Totalität. Orientierung an der Summe, für die jeder jetzt geopfert werden kann. Diese Janusköpfigkeit des Utilitarismus liegt möglicherweise in dieser tieferen Gegensätzlichkeit seiner Komponenten begründet. Der Utilitarismus erscheint immer attraktiv wegen seiner Glücksbeförderung und er wirkt unattraktiv wegen seiner Summationsregel. Und die Glücksbeförderung, die kommt aus dem Wohlwollen, die Summationsregel, die kommt aus dem Abstand. Und schon diese beiden, könnte man sagen, passen eigentlich nicht gut zueinander. Schon diese beiden verneinen sich eigentlich gegenseitig. Das Blöde ist nur, sie können das eine nicht ohne das andere haben. Auf Wohlwollen allein können sie keine ethische Theorie aufbauen. Denn dann wissen sie nicht, was sie in Konkurrenzsituationen machen sollen. Dann muss der Abstand dazu treten. Und das läuft auf Summenmaximierung hinaus. Umgekehrt, sie können sich auch nicht nur auf den Abstand verlassen. Wenn Sie einen idealen Beobachter haben, der nur Abstand nimmt, aber nicht wohlwollend ist, dann kann das sehr unappetitlich werden, was der dann macht. Also im Grunde weiß man überhaupt nicht, was der dann treiben wird. Jetzt kann man sich natürlich fragen, können wir es doch irgendwie retten? Können wir den Abstand vielleicht weniger groß wählen? Also gehen wir nicht so weit weg, gehen wir nicht in den maximalen Abstand, dass die Personengrenzen verschwinden, sondern wir nehmen einfach gleichen Abstand von allen Beteiligten, sodass wir gleichen Abstand von allen Interessen haben. Das ist ein interessanter Gedanke. Einige Utilitaristen sagen auch, es geht um Äquidistanz, um mehr nicht. Sie können das versuchen, aber auch das ist nicht ohne Probleme. Denn erstens, dann ist nicht eindeutig, welche Verteilung in dieser Perspektive Sie bevorzugen sollten. Vielleicht kommt jetzt ein bisschen was wie Gleichheit hinein oder Mindestversorgung, aber es ist unklar, in welcher Form und in welchem Maße. Und das zweite Problem ist, man könnte sagen, naja, vielleicht drängt das ganze Modell aber auch immer in den maximalen Abstand. Also wenn wir sagen, Abstand ist hier Unparteilichkeit, dann würde man sagen, na, dann geht es aber bitte schon auch um maximale Unparteilichkeit, dann geh in den maximalen Abstand. In jedem Fall, auch wenn Sie das versuchen, diese innere Spannung zwischen Wohlwollen und Abstand, die bleibt. Auch dann merken Sie, Sie operieren mit widerstreitenden Kräften, die dennoch einander irgendwie voraussetzen. Das bleibt spürbar, auch wenn Sie nicht in den maximalen Abstand gehen, sondern nur in die Äquidistanz. Und dann würden viele sagen, na, dann lassen wir es jetzt ganz. Dann nehmen wir gleich einen ganz anderen ethischen Ansatz. Dann machen wir es gar nicht mit Wohlwollen und gar nicht mit Abstand. Dann machen wir gleich eine Tugendethik halt lieber oder eine Deontologie. Man kann sich auch überlegen, wollen wir vielleicht nur die Skala beibehalten, aber das Kriterium wechseln? Also vielleicht möchten wir irgendwie diese freundliche Vorstellung beibehalten. Es geht um das Glück der Menschen, das soll befördert werden. Aber wir wollen diese brisante Idee weglassen, dass die Summe davon zu maximieren wäre. Und dann nehmen wir doch einfach die Kriterien, die wir immer als Alternativen hier genannt haben. Dann machen wir eben irgendwas mit Gleichheit oder irgendwas mit Mindestversorgung. Das können Sie machen, es ist natürlich noch keine unmittelbare Lösung, denn auch diese anderen Kriterien müssen Sie natürlich irgendwie begründen. Das erwartet man von einer ethischen Theorie. Die soll nicht nur schöne Vorschläge machen, sondern die soll auch sagen, warum. Die soll nicht nur ad hoc plausible Maßstäbe aufstellen, sondern diese aus fundamentaleren Überlegungen rechtfertigen. Der Utilitarismus hat eine solche Herleitung. Er hat den idealen Beobachter mit allen Problemen, die das mit sich bringt. Und natürlich für andere Verteilungskriterien wie Gleichheit oder Mindestversorgung gibt es auch Herleitungen. Da gibt es entsprechende Theorien in der politischen Philosophie vor allen Dingen.
Auffällig ist natürlich, die operieren dann meistens auch gar nicht mehr mit der Glücksskala. Die wollen also nicht unbedingt eine Gleichheit von Glück oder eine Mindestversorgung von Glück erreichen, sondern die operieren dann lieber direkt auf einer Güterskala. Die denken an eine Gleichheit vielleicht der Einkommen oder eine Mindestversorgung an Geld. Und damit haben sie sofort den Effekt, jetzt haben sie nicht nur das Kriterium ausgetauscht, sondern gleich auch die Skala ausgetauscht. Das heißt, sie haben wieder nicht einen irgendwie modifizierten Utilitarismus, sondern auf einen Schlag dann doch wieder eine ganz andere Theorie. Also von daher, der Utilitarismus ist interessant. Interessant, weil er diese unmittelbare Attraktivität hat, weil es um Glück geht und weil er so unmittelbar irritierend ist, weil es nur um die Summe des Glücks geht, jeder dafür geopfert werden kann. Sie können das abbilden auf das Verhältnis von Wohlwollen und Abstand. Sie merken, das liegt an diesen Komponenten. Sie können es abbilden auf irgendwelche anderen ethischen Haltungen. Wenn Derek Parfit sagt, das riecht fast nach Buddhismus, ja, stimmt. Und auch so buddhistische Haltungen sind ja zwiespältig. Sie geben sich selbst an die Gemeinschaft hin, aber die sind eben auch alle miteinander verschmolzen. Irgendwie ist das in dieser Theorie so. Irgendwie haben sie diese Janusköpfigkeit drin. Und die Frage ist, kann man ein bisschen da an den Stellknöpfen drehen, sodass das Gute erhalten bleibt und das Unattraktive rausgeht? Aber möglicherweise rutscht es ihnen ab. Möglicherweise drängt diese Theorie dahin, wohin sie gekommen ist. Und wenn sie etwas anderes versuchen, werden sie richtig rausgeschwemmt aus dieser Theorie und bauen gleich eine ganz andere. Vielleicht denken sie über andere Verteilungstheorien nach, Gleichheit, Mindestversorgung. Vielleicht wählen sie einen ganz anderen grundsätzlichen ethischen Ansatz, werden sofort Tugendethiker oder letztlich Deontologe. Wir haben diese Theorien jetzt alle durchgegangen. Wir haben vor allen Dingen Tugendethiken kennengelernt. Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, auch modernere. Wir haben die Deontologie kennengelernt, mit Kant vor allen Dingen, aber auch mit Rawls und Habermas. Wir haben jetzt Teleologie kennengelernt, den Utilitarismus, mit Bentham, Mill, Sidgwick, jetzt auch nochmal Smith am Schluss. Es gibt andere Teleologien, die auf Gleichheit achten oder Mindestversorgung. Sie werden wählen können und dabei wünsche ich Ihnen eine gute Hand. Das Semester ist damit beendet. Alles Gute Ihnen, eine schöne Restzeit und diejenigen von Ihnen, die mitschreiben, denen wünsche ich natürlich eine erfolgreiche Klausur nächste Woche. Vielen Dank.